Hallo meine Lieben, heute sind die Löwegeborenen an der Reihe. Hier nun die Vorschau für dieses Jahr. 2017, ein Jahr nach Wohl und Maß für den Löwen. Er kann sich freuen, die Sonne scheint in sein Herz. Saturn richtet Privates und Berufliches in diesem Jahr mit der richtigen Richtung und Jupiter steht für besondere Glücksfälle an deiner Seite. Es wird das absolute Glücksjahr für den Löwen, insbesondere in der Liebe. Geht es noch besser? Im Beruflichen wirst du mit dem Durchschnitt nicht zufrieden sein. Warum auch? Nun, das Trio Jupiter, Saturn und Uranus liefern eine Menge guter Gelegenheit zur Verbesserung deiner Arbeit und sichern dir den absoluten Erfolg. Die Venus fördert deine Kollegialität und anstrengende Aufgaben schaffst du leicht und selbstbewusst. Für deine Überlegungen zur Selbstständigkeit ist es jetzt der richtige Zeitpunkt. Diese solltest du bis zum Oktober vorbereitet und in die Wege geleitet haben. Vergiss aber bitte nicht, dich abzusichern. Gesundheitlich gehst du kraft- und schwungvoll ins Jahr. Bis Anfang März unterstützen dich Mars, Jupiter und Saturn in einer guten Mischung von Disziplin, Bewusstsein und Lebensführung. Körperliche Anstrengungen werden leichter für dich. Im Herbst solltest du ein wenig zurückschalten und die Erschöpfung ablegen und Erholung suchen in Wellness. Gönn dir einfach ein bisschen Ruhe, Entspanntheit durch Wellness. Wandern anstatt Powern sind jetzt angesagt, also absolut pure Entspannung. So kannst du am Ende des Jahres auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Dein persönlicher Engel ist Ferchel. Höre seine Botschaft. Lasse das Kind in dir wach werden. Wecke dein inneres Kind in dir, indem du Lust auf den neuen Morgen hast und die Begeisterung, mit der du damals ins Leben gegangen warst. Auch die guten Gedanken und die unendliche Neugierde, das Vertrauen in die Welt, lasse wach werden. Dieses Kind ist noch in dir, lasse es wach werden und dir die Freude zurückbringen. Ja, meine lieben Löwen, da könnt ihr euch freuen. Es wird ein super, super Sonnenjahr für euch. Aber werdet jetzt nicht übermütig. Das nächste Tierkreiszeichen ist Jungfrau. Wollen wir mal sehen, was es Tolles zu berichten gibt. Seid gespannt. Herzlichst, eure Deria.